Oh, hier ist Julian von techfokus.de und heute haben wir mal ein sehr interessantes Gerät für mich, nämlich das ein NAS von Icybox bzw. RAID Sonic. Ja, ich mache es einfach mal auf und erzähle euch währenddessen ein bisschen was über dieses NAS-System. Das NAS-System kann nämlich natürlich, wie es in einem NAS-System üblich ist, Daten im Netzwerk ablegen, aber es hat auch zusätzlich noch die Funktion, quasi eure Daten auch direkt mit einem PC zu verbinden via USB 3.0. Das haben sehr, sehr wenige NAS-Systeme, wie ich gesehen habe. Und eben dieses Icybox hat dieses, das hat den Vorteil, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie Daten eben direkt über einen PC aufspielen will, geht es natürlich viel, viel schneller wie über euer WLAN. Wenn es zum Beispiel wenn euer PC über WLAN an dann diesem Gerät hier hängt, ja, hat es natürlich diesen einen großen Vorteil. Es ist meistens so, dass man ja am Anfang das Gerät beziehungsweise das NAS-System mit Daten befeuern will. Dann kann man das eben einfach per USB 3.0 hier machen. Ja, hier ist das NAS-System. Wir sehen hier schön SuperSpeed USB 3.0. Genaue Modellnummer ist hier IBNAS 5520. Ich schreibe es aber auch noch direkt in die Beschreibung beziehungsweise den Artikel dann rein. Wir haben hier noch, sehen hier noch ganz unten, ich zoome mal kurz hier hin, 3.5, sorry, Interface, das heißt, hier passen zwei 3.5, 3,5 Zoll Festplatten rein. Wir haben hier Gigabit Network, Web-based Interface, das heißt, ihr könnt auch davon außerhalb zugreifen, easy to install, also das ist eine einfache Installation. Und RAID 0 und 1. RAID, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ist eine Möglichkeit, entweder die Daten zu spiegeln oder die Daten, also zwei Festplatten zusammenzufassen, um die Daten dann quasi zu beschleunigen. Datenspiegelung macht wahrscheinlich hier am meisten Sinn, denn falls eine Festplatte aus irgendeinem Grund kaputt gehen sollte, ist es kein Problem. Die Daten sind immer noch auf der anderen Festplatte und die eine Festplatte, die kaputte, könnt ihr dann eben ohne Probleme eben austauschen. Ja, was haben wir hier noch? Da steht unten noch Dual-Bay Hybrid Enclosure. Das bedeutet so viel, dass da einfach zwei Festplatten reinpassen. Hier Direct Attached Storage bedeutet eben über USB 3.0 angeschlossen. Und Network Attached Storage, NAS, bedeutet dann eben übers Netzwerk angeschlossen. Ja, wir mal kurz hier raus. Seitlich, ja, unterstützt RAID 0. Da steht es nochmal. Beschleunigung und RAID 1 Datenspiegelung, Gigabit-Netzwerkanschluss, Webportal zum Zugriff, verbraucht nur 18 Watt mit 2x1. Sprachen. Und jetzt öffnen wir einfach mal die Box. Bei Icybox üblich die kleine Füße dabei. Wenn wir das Gerät aus dem Laden austragen wollen, das ist nicht gemacht. Post zugeschickt wurde von RAID Sonic direkt. Ja, gucken wir mal kurz, was in der Verpackung drin ist. Einmal wie immer ein Quick Start Guide mit Anleitung, wie man die Festplatten einbaut. Festplatten einbauen machen wir in einem anderen Video, machen wir jetzt noch nicht. Hier ein Netzwerkkabel, dass wir das Gerät auch direkt per Netzwerk verbinden können. Einmal noch natürlich ein Stromkabel, das hat wie viel Watt? Steht jetzt hier gar nicht drauf oder ich sehe es einfach nicht. Naja, wie gesagt, ein ganz normales Netzwerk, sorry, Stromkabel. Hier noch ein anderes Stromkabel und hier dann eben die Box. Ja, ups, da haben wir noch ein USB 3.0 Kabel, wie gesagt, für den Direct-Modus. Und hier dann eben das gute Gerät. Hier unten noch zwei Schrauben. Da schauen wir gleich mal rein, was die Schrauben hier auf sich haben. Ich zoome mal kurz noch hier rein, dass wir sehen, was sich darin verbirgt. So. Ja, also so ein Gerät ist wirklich für sehr, sehr viele Leute sehr praktisch, da man ja heutzutage nicht mehr nur ein PC im Netzwerk hat, sondern mehrere PCs, um Daten eben zu speichern. Und ja, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen. Jetzt schauen wir mal kurz, wie das aufgeht. Genau hier unten, seht ihr, ist ein kleiner Schieberegler, mit dem können wir die
vermutlich die Vorderseite aufmachen, genau, nach oben schieben und dann das Ganze wegnehmen. Und hier sehen wir dann vermutlich, hier kommen dann direkt die Festplatten rein, okay. Wie gesagt, hier schiebt man dann die Festplatten rein. Hier innen seht ihr auch schon ein wenig vielleicht, gibt es die Anschlüsse dann hinten, wo dann die Festplatte einfach drauf gesteckt wird. Mehr ist vermutlich da nicht nötig. Hier unten können wir dann noch die Festplatten eben fixieren mit diesen zwei Schrauben, die mitgeliefert werden, dass sie eben nicht durch die Gegend rutschen beim Transport. Hier hinten haben wir noch natürlich ein Lüfter, dass die Festplatten auch genug Luft bekommen. Hier noch ein kleiner Knopf FW, vermutlich, wenn man Firmware-Updates oder sowas starten will. Da können wir umschalten, wie der Modus sein soll, hier links. Das heißt, können wir RAID 1, RAID 0 oder Large und dann unten eben das bestätigen, dass man auch irgendwie keinen Fehler macht. Hier natürlich Netzwerkanschluss, der Netzwerkanschluss, USB 3.0, einmal Strom und hier oben noch Reset. Und hier rechts haben wir noch einen Kensington-Lock, falls wir das irgendwo festmachen wollen. Ja, das war's von der IC-Box. Moment, ich sage euch nochmal, wie sie heißt. IC-Box IBNAS 5520. Ich schaue mir das Gerät jetzt mal genauer an, baue natürlich auch ein paar Festplatten ein und würde euch dann mal sagen, wie das Gerät mir gefällt. Aber vom ersten Eindruck ist das schön, ist auch nicht hier billiges Plastik, sondern wirklich schönes Metall. Fühlt sich auch nicht allzu leicht an, ist aber doch sehr, sehr klein. Ja, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei techfokus.de mit der IBNAS 5520 NAS Box mit USB 3.0. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.